Hallo und herzlich willkommen, werte Schrauberfreunde, hier zu einem neuen Video. Heute geht es um RDKS-Sensoren, denn wir haben hier einen kompletten Satz Super Bridgestone-Reifen und die müssen auf nagelneue Felgen, die haben wir da hinten. Es handelt sich bei dem Fahrzeug, worauf die Felgen draufkommen, um einen 3er BMW vom Baujahr 2015. Das heißt, wir haben einen F31, müsste das glaube ich sein, Facelift-Modell. Das Fahrzeug bekommt neue Felgen, die sind schon hier. Mal auspacken. So sehen die guten 19 Zöller aus, also 19 Zoll Felgen. Und wie ihr, denke ich mal, wisst, alle Fahrzeuge ab dem Herstellungsjahr oder Baujahr genannt 2014 haben RTKS-Sensoren oder ein Überwachungssystem des Reifenluftdrucks. Entweder ein aktives oder ein passives. Dieser BMW hat ein aktives, heißt, wir brauchen die Sensoren dazu. Und wir benutzen dafür von Alligator die Sense-It-Sensoren. Ich habe die mal zugesendet bekommen, schon vor einer sehr, sehr langen Zeit. Ich wollte schon ewig mal ein Video darüber machen. Und wisst ihr, was passiert ist? Es kam einfach kein Fahrzeug mehr, was neue Sensoren gebraucht hat. Jetzt ist eins da, die verbauen wir bei diesen Felgen und ich stelle euch gleichzeitig das Starter-Kit von Alligator vor. Ist eine richtig coole Sache, also nicht wundern, ist natürlich ein bisschen Werbung, deswegen steht das da oben auch, aber gute Dinge kann man auch gerne mal anwerben. Bevor es losgehen kann, muss man die ganzen Sensoren natürlich auch programmieren. Ja, also man muss dem Fahrzeug oder den Sensoren dem Fahrzeug bzw. den Rädern zuordnen, also wo sie hinkommen. Und dazu ladet ihr auf alligator.de, ich mache euch den, oder -senseit.de, ich mache euch den Link in die Videobeschreibung, das Programm runter. Das habe ich jetzt schon hier. Dann gebt ihr ein, was für ein Fahrzeug, um was für ein Fahrzeug es sich handelt. In dem Fall Jahr 2015, BMW 3er Serie 4 Facelift ab 09:15 und den ungefähren Kilometerstand. Ihr könnt natürlich auch den 100% genauen Kilometerstand reinschreiben, ist natürlich besser, aber ich habe jetzt nur den ungefähren und das passt jetzt auch der Zuordnung. Dann sieht man sogar, was original verbaut wäre und die Frequenz 434 MHz und wir programmieren jetzt quasi die neuen Sensoren an. Alles, was ihr braucht, ist beim Starter-Kit schon mit dabei. Ich sehe gerade, hier ist das Licht etwas bescheiden, aber na, ich denke, es reicht. Wir lassen es so. Ich stelle euch mal hier hin. Zeige ich euch mal, was beim Starter-Kit dann alles so mit dabei ist. So. Ihr bekommt so eine Box. Da ist alles mit drin, was ihr so braucht. Jetzt als Werkstatt, sage ich mal, für den Privatgebrauch macht es hier wenig Sinn. Aber könnt ihr natürlich auch kaufen. So sieht die Kiste komplett aus. Ich mache sie mal auf, versuche, dass nichts rausfällt. Und dann habt ihr für zwei Satz Räder Ventile plus Sensoren und die Hardware zum Programmieren. Ganz einfach mit einem USB-Kabel am Laptop oder PC oder Notebook oder irgendein Book, was auch immer ihr habt, anschließen. Dann leuchtet hier auch schon ganz schön Alligator, das Zeichen. Richtig cool gemacht. Ich habe jetzt alles eingegeben und jetzt packe ich mal einen der Sensoren aus. Also ihr habt einmal die Sense-It-Sensoren und einmal die, was steht hier, Clamp Involved, also die Ventile. So, schauen wir mal. Auch schön zum Beschriften hinten dran, dass ihr da nichts durcheinander bringt. Kriegt die Schärfe hin. Jetzt könnt ihr schön ausfüllen, für welches Rad es ist und wo ihr es verbauen möchtet, dass ihr da nicht durcheinander kommt. Schauen wir das mal aus. So, und so sieht der Sensor aus. Ich habe ja schon vor längerer Zeit mal ein Video darüber gemacht, wie man das dann zusammenbaut. Und in der anderen Kiste im kleinen Karton ist dann das Ventil. Und das müssen wir jetzt noch montieren. Ja, ihr zerlegt einfach das Ventil, das kommt dazwischen. Na, so rum. So liegt das dann schön drin. Also jetzt, ihr seht es gleich zusammengebaut. Und dann funktioniert das? Schrauben etc. alles mit dabei. So, hier ist alles angeschlossen. Der Sensor liegt genau in der vorgegebenen Fläche, also könnt ihr echt nichts falsch machen. Da ist wirklich so eine Vertiefung drin, damit es auch richtig hebt.
Und ich habe jetzt schon auf neue Sensor-ID erstellen gedrückt. Rad ist auch ausgewählt. Neue ID, Sensor-ID ist erstellt. Den Grund, was hat man hier für Gründe? Batterieleer, Ersatzräder, Sensor, Beschädigungssensor, sonstige. Sonstige, fertig. Sensorprogrammierung starten. Zack. So, jetzt läuft das Ganze. Jetzt wird der Sensor programmiert. Vergib mir das Flackern. Fragt das schon nach verfügbaren Sensor-IDs. Ich habe jetzt eine ausgewählt. Bestätigt das Ganze. Sensor wird programmiert. Ihr seht das Ganze dann auch hier, wenn es Farbe wechselt zwischen grün und rot. Und wir haben hier schon 78, 80%. Das geht recht schnell. Also habt ihr da auch keine lange Wartezeit. So, jawohl, hat geklappt, Sensor ist programmiert und das Ganze machen wir jetzt natürlich viermal und dann geht's direkt rüber an die Felge und dann werden die Ventile montiert. Was ich jetzt richtig cool finde, jetzt können wir hier die programmierten Werte auch schön ausdrucken, das heißt, ihr könnt auch schönen Kunden was mitgeben oder wenn ihr es selber für euch nutzt, einfach ausdrucken und dann wisst ihr auch genau, das ist auch schön markiert hier, ja, um welches Rad bzw. um welches Sensor es sich handelt für welches Rad. Und dann habt ihr genau alle Werte und könnt dem Kunden jetzt in dem Fall auch was mitgeben und zeigen, hey, hier auf dieser Seite hast du den und den Sensor. Zusätzlich schreibe ich es jetzt auch hier auf die Verpackung, aber die fliegt ja eigentlich in die Tonne, sobald es montiert ist an der Felge. Aber wenn ihr es dann eben am Fahrzeug habt, könnt ihr es ja mit bestimmten Systemen eben am Fahrzeug auslesen. Da könnt ihr schauen, hey, bei der programmierten ID, das ist der Sensor für da und da, falls jemand mal was vertauschen sollte. Ja, ich erinnere mich noch wirklich gerne an die Zeit, wo man einfach Ventile so tauschen konnte. Die ist vorbei. Mittlerweile muss man wirklich alles anlernen und zurücksetzen. Aber dadurch hat man halt eine erhöhte Sicherheit in dem Fall. Das geben wir schönen Kunden mit. Wirklich richtig cool, das Teil. Also auch von der Optik richtig cool gemacht. Und jetzt geht's an die Felge und dann werden die Ventile erstmal an die Sensoren verschraubt und dann eben zusammen an der Felge montiert. Und dann kommen natürlich die neuen Reifen drauf. Hier immer darauf achten, es gibt verschiedene Vorgehensweisen, wie das Fahrzeug eben auch noch die Sensoren erkennt. Also es passiert nicht einfach, indem ihr es dran steckt und dann geht das gleich. Da leuchtet es auch schon auf. Ich drücke mal hier drauf und dann werdet ihr auch schön informiert. Sie haben einen neuen Sensor erstellt. Führen Sie bitte unbedingt das Anlernverfahren für das Fahrzeug durch. Okay, also Anlernverfahren ist in den meisten Fällen einfach damit fahren. Ja, oberhalb von 30 km/h und dann lernt das automatisch an. Warum braucht man das Ganze überhaupt? Ganz einfach, das Fahrzeug sucht natürlich nach den Sensoren, also nach der programmierten ID der originalen Sensoren und wir programmieren es quasi auf die Zubehörsensoren von Alligator die Original-ID drauf und dann merkt das Fahrzeug in dem Sinn quasi nicht, dass es jetzt kein Originalbauteil ist und wir können jetzt ganz normal die super Sensoren von Alligator verbauen. Das Fahrzeug ruft dann die ID ab, erkennt, okay, ist die gleiche, liefert auch einen Wert, der Wert wird übermittelt und dann sehen wir im Fahrzeug vorne 2,5 bar Luftdruck als Beispiel. Zuallererst brauchen wir jetzt natürlich die neuen Felgen. So, spannen wir mal ein. Perfekt. Immer wenn ich Alufelgen montiere, benutze ich einen Montagekopf, der komplett aus Kunststoff ist. Somit ist gewährleistet, dass wirklich keine Kratzer entstehen, weil oft passieren die Kratzer entweder durch nicht geschützte Montierhebel, habe ich hier auch,
mit Kunststoffleiste unten dran oder eben mit einem Montagekopf, der zu arg angepresst wurde. Das kann natürlich mal vorkommen. Wir machen jetzt auch 225er, 40er Reifen drauf und das wird schon eine sportliche Nummer. Deswegen kommt da eben schon als Drücke zustande und wenn der Kopf dann aus Kunststoff ist, wie hier, dann hat man da doch nochmal mehr Schutz, wie wenn der jetzt auch aus Metall wäre, so wie dieser hier. Den mache ich dann immer bei Stahlfelgen drauf. Hat bis jetzt immer gut geklappt und kann ich nur empfehlen. Die Firma Alligator bietet natürlich nicht nur jetzt die Ventile an, sondern auch Montagezubehör. Zum Beispiel hier für normale Gummi-Kunststoffventile. Ihr bekommt auch wirklich jede Ventilart, also nicht nur die Sensoren und das Programm davon. Schaut mal, ich habe hier ein paar Produkte und die sind wirklich qualitativ auch sehr hochwertig, kann ich nur empfehlen. Das sind alles so Proben und auch ich beziehe meine Ventile, die ich bei Kunden verbaue, von der Firma Alligator. Ist so. Okay, jetzt montieren wir das Ventil bzw. Ventil und Sensor. Dazu fangen wir an jetzt mit einem Sensor und zwar nehme ich jetzt mal vorne rechts. Haben wir hier, habt ihr schön draufgeschrieben davor und ein Ventil dazu und dann geht's los. Wir haben hier einmal, wie gesagt, der Sensor, der ist ja schon programmiert, vorne rechts und hier haben wir das Ventil. So, was kommt jetzt hier alles mit? Wir haben einmal das Ventil, natürlich hier dann schraubbar, damit ihr es auch an der Felge montieren könnt. Dann haben wir hier einen Mini-Hebel, der ist wirklich dazu da, um auf dieser Seite ist eine Bohrung, hier reinzugehen und dann gegenzuheben, wenn ihr die Mutter hier, die Überwurfmutter, festschraubt. Herstellerangaben, 3 bis 4,5 Newtonmeter Drehmoment. Und die Schraube hier unten, die hält dann den Sensor. So, jetzt ganz wichtig. Ihr geht jetzt hin, nehmt das Ventil, nehmt den Sensor, hebt das schön hier dran, ja, ist eine schöne Konusform, also passt genau rein, setzt dann die Schraube an. So. Dreht einfach das Ventil bis. Jawohl, ist auch Schraubensicherung drauf, also geht kurz sehr leicht, dann etwas schwerer. Wichtig ist, dass ihr es jetzt erstmal nur ansetzt, damit ihr den Winkel der Felge eben variabel verändern könnt. Das ist quasi euer Radius, wo ihr das Ventil einstellen könnt und je nach Felge eben gibt es da natürlich auch verschiedene Winkel, die ihr braucht. So, die Überwurfmutter mache ich weg, die Dichtfläche ist schön hier aus Gummi, ein Gummidichtring mit dazwischen und ich gehe jetzt hier mit der Torx hin und setze die Schraube noch etwas mehr an. Wichtig ist eben nur, so ein bisschen lösen wieder, dass es hier verstellbar bleibt. So, dann ganz easy, dann geht ihr hin zur Felge, Mutter drüber. Jetzt hole ich den Drehmoment. 4 Newtonmeter, das sind wir voll in der Toleranz, bis 4,5 können wir gehen. Ich hole den Hebel, also nur, dass ihr mal den Unterschied versteht. Ne? Das ist der Hebel, den wir normalerweise benutzen und den brauchen wir jetzt. Aufpassen, dass man nichts verkratzt. Jetzt gehe ich hier rein, direkt zum Gegenheben. Jawohl. Da war es schon. Zack, 4 Newtonmeter. Hebel wieder raus. Jetzt gehen wir runter auf 3, passen den Winkel genau an und machen die Schraube vom Sensor fest. Wenn ihr jetzt schaut, vom Winkel her, passt perfekt an der Felge an. Ventil ist auch drin von oben und sieht auch noch gut aus. Wenn ihr hier jetzt speziell ein schwarzes wollt, ein verchromtes,
whatever, gibt's natürlich alles beim Hersteller. Jetzt kommt der Reifen drauf, den muss ich mal holen. Der Kunde wollte einen Allwetterreifen und bei 19 Zoll ist die Auswahl für Allwetterreifen ziemlich gering. Da war nur Bridgestone oder Pirelli, wir haben uns jetzt hier für Bridgestone entschieden. War die Preis-Leistung doch nochmal einen Ticken besser. Und wie gesagt, habe ich 225 40 19er. Ihr seht schon, da ist nicht viel. Ich glaube, das wird schon krass wirken. Auch die Felge, gut, das Schwarze macht es nur etwas klein, aber hier mit diesem hellen wirkt die Felge dann doch recht groß, glaube ich. Wenn die am Fahrzeug drauf ist, bin gespannt, wie das wirkt. So. Das kann auch weg. Coole ist, dass wirklich eine Bedienungsanleitung mit dabei ist, wo ich auch wirklich auch sagt, wie ihr montieren sollt. Also wenn ihr noch nie Räder mit Sensoren montiert habt, ihr solltet darauf achten, dass der Reifen Wulst niemals auf den Sensor drückt, wenn ihr montiert. Weil da könntet ihr schon was kaputt machen. Und das merkt ihr dann erst, wenn alles drauf ist, am Fahrzeug in eine Probefahrt macht. Das wäre halt doof. Deswegen achtet darauf. Hier ist es auch wirklich schön beschrieben, auch schön bildlich, dass ihr immer das Ventil gegenüber vom Montagekopf habt. Ja, dann montiert ihr die eine Seite, dann dreht ihr wieder weiter, so dass es wieder auf der anderen Seite ist. So dass ihr niemals den Druckpunkt des Reifenwulst direkt an der Kante habt. Also das Schlimmste, was eigentlich passieren kann, ist, wenn genau hier der Reifenwulst sitzt und ihr montiert und die ganze Spannung hängt dann hier im Sensor, dann kann es schon passieren, dass ihr da was kaputt macht. Deswegen immer schauen, dass der Reifen oberhalb des Ventils sitzt, gegenüber vom Montagekopf, und dann habt ihr die Spannung schön auf der Felge und nicht auf den sensiblen Sensor. Jetzt montieren wir das Ding. Ganz wichtig, dass ihr gerade bei Reifen nicht spart. Natürlich gibt es da immer billige Reifen und ihr werdet immer günstige Angebote finden. Achtet aber hier darauf, dass ihr wirklich Hersteller wählt, die man kennt, die gute Bewertungen haben. Und was viele unterschätzen, der Reifen ist der einzige Kontakt zwischen Fahrzeug und Straße. Da könnte man sich dann schon Gedanken machen, ob man da nicht ein bisschen mehr investiert. Hier auch als kleiner Tipp, wenn ihr mal rausgeht und ein Fahrzeug anguckt, das ihr euch vielleicht kaufen wollt, schaut zuerst auf den Reifenhersteller. Wenn der Verkäufer das Fahrzeug schon bei den Reifen gespart hat, dann wisst ihr ungefähr, wie er so tickt, und ihr müsst genauer schauen, wenn es ein günstiger und billiger Reifen ist. So, wie gesagt, gehe ich jetzt so vor. Wir haben jetzt hier das Ventil direkt gegenüber vom Montagekopf. Den lasse ich jetzt mal runter und stelle ihn ein auf die Felge. Cool. Hier keine Angst, das ist kein Defekt, das ist wirklich nur Montagepaste. Montagearm kann wieder weg. Jetzt machen wir mal Luft rein. Ich glaube, das sieht richtig gut aus. Und dann natürlich das Ganze mal 4, dann wird noch gewuchtet und dann geht's aufs Auto. Das kommt am Samstag, das ist übermorgen, und ich würde sagen, ich melde mich dann wieder, wenn die Räder aufs Fahrzeug kommen. So, es gab einen kurzen Cut. Mir ist gestern tatsächlich beim Montieren der Räder der Kompressor verreckt. Jetzt habe ich einen neuen bestellt. Jetzt muss der kleine, mit dem ich angefangen habe vor 6 Jahren, muss jetzt wieder herhalten, bis der neue gekommen ist. Wahnsinn. Kunde war gerade da. Ich habe die Räder schon auf das Fahrzeug montiert. Und natürlich müsst ihr das Fahrzeug bzw. die
die Reifendruckkontrolle im Fahrzeug resetten. Aber das kennt ihr ja, denke ich, einfach im Menü, je nach Hersteller spezifisch anders. Manche haben noch einen Knopf, manche gehen ins Menü Fahrzeuginfo, jetzt wie es auch hier der Fall war bei dem BMW. Und bei anderen ist es halt woanders versteckt oder im Bordcomputer direkt unter dem Tacho. So ist es oft bei den Mercedes-Modellen. Hat alles gut geklappt. Ich bin sehr positiv überzeugt von den Ventilen von Alligator. Ich finde die eh schon immer gut. Also die Qualität ist super. Und jetzt mit den SenseIt, also heißt diese Reihe der Ventile mit den Sensoren und dieses komplette Starter-Kit, wie gesagt, verlinke ich euch unten unterhalb des Videos in der Videobeschreibung. Und ja, das war's schon mit diesem Video. Vielleicht hat es dem einen oder anderen gefallen oder auch geholfen. Wenn ja, lasst mir einen Daumen da, abonniert den Kanal, natürlich nicht vergessen. Und dann kommen bald wieder richtig coole Videos. Also nächste Woche wird einiges abgedreht, denn ich habe heute die Meldung bekommen, die V-Klasse ist fertig lackiert. Mein Auto muss ich ein paar Sachen machen und das reicht ja erstmal. Da kommen noch ein paar andere Dinge, die muss ich noch nicht verraten. Wir sehen uns im nächsten Video. Ich danke euch fürs Zuschauen und verliert niemals die Freude beim Schrauben. Ciao.